Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle D. Jetzt ist Wochenende und ich sitze hier und mache meine Kunstdrucke für euch. Ja, also das sind alles Zeichnungen, die ich gemacht habe. Sollte ursprünglich ein Orakeldeck werden. Das wird es sicher auch noch irgendwann mal. aber langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ich mache das jetzt folgendermaßen, dass ich dann diese Bilder, das sind jetzt Drucke. Und das sind so zur Hälfte sind es Drucke und zur Hälfte aber auch nochmal dazu gemaltes. Und das hier ist ein Silberstift mit einer echten Silbermine. 99,99% pures Silber. Und das verbindet sich dann so mit der Luft und ist im Grunde genommen, es ist jetzt nicht so wirklich eine Silberfarbe. Aber, und das kann man in dem Video gar nicht sehen, glaube ich, aber es hat so was ganz Softes, so was Mildes. Es gibt dem Ganzen irgendwie so was Weiches, hab ich gemerkt. Und es ist aber gar nicht mal so sehr wegen dem Visuellen, sondern das sollen ja Energie- und Kraftbilder werden für euch. Einmal soll das halt hübsch anzusehen sein, aber es soll dir auch eine Energie geben und eine Energie vermitteln. Ich habe hier Silber gewählt. Aus dem Grund, weil ich mich auch sehr natürlich von meinen Zuschauerinnen inspirieren lasse. Ich mache ja den Tarot-Kanal und Komplettanalysen und Beratungsgeschichten auf meinem Kanal. Da könnt ihr euch auch gerne mal informieren, da mal ein bisschen durchklicken. Man kann auch jederzeit eine Beratung bestellen. Also falls du ein Thema hast, ich sag mal mit der Liebe, mit der Gesundheit, mit dem Job und so, dann ist das auf jeden Fall eine zusätzliche Informationsquelle, wenn man ein gutes Kartenreading macht, beziehungsweise auch in die Daten guckt, ja, je nachdem, um was es sich da handelt. Da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, unten ist meine E-Mail-Adresse, michelle.derelle@gmail.com. Und ich werde diese Bilder auch verkaufen für euch, die bekommen noch einen schönen Silberrahmen. Ich nehme Silber aus folgendem Grund, und zwar Silber hat die Kraft, weibliche Energien wieder in die Harmonie zu bringen, ja? Und was ist die weibliche Energie? Ist einmal Intuition, ist einmal sich entspannen können, ist mit dem Mond sehr stark verbunden. Auch unser Zyklus ist ja mit dem Mond verbunden. Es hilft auch zu manifestieren, ja? Es hilft auch Dinge wahr werden zu lassen, auch Materielles hier. Das Materielle ist mit dem Weiblichen sehr eng verbunden. Das ist sowas, wenn das natürlich negativ gelebt wird, dann hat es auch einen negativen Beigeschmack, aber im Grunde genommen ist die Frau die Empfangende, aber keine da draußen empfängt mehr richtig. Die Probleme, die dann entstehen, wenn wir nicht empfangen, ist dann, dass wir zu sehr in der Yang Kraft sind, also zu sehr in der männlichen Energie, wir dann die Männer nicht mehr Männer sein lassen und die Männer auch irgendwie aufhören, Männer zu sein, ja, und sich so die Rollen ein bisschen verqueren, sämtliche Art und Weisen, Weiblichkeit abzustoßen oder abstoßend zu finden oder nicht anzunehmen, zum Beispiel, ich sag mal, Äußerlichkeiten zu verteufeln. Eine weibliche Energie hat auch mit Äußerlichkeiten zu tun, eben auch mit dem weiblich Aussehen, ja. Wenn man da, ich sag mal, sich selber versteckt als Frau, auch wenn man jetzt nicht perfekt aussieht, ja, wir müssen nicht perfekt sein, das haben uns Medien und so weiter eher eingeredet, dass wir perfekt sein müssen, aber im Grunde genommen die Frau, die darf gerne so perfekt aussehen, wie sie halt kann gerade und ansonsten sich halt als Frau auch zeigen, präsentieren und das Frausein leben. Und naturgemäß zieht das eben das andere Geschlecht an und das andere Geschlecht macht dann, dass die Frau auch Materielles empfängt, auch natürlich Liebe empfängt und so weiter. Aber es so empfängt, dass sie den Mann nicht mehr braucht als Schoßhündchen, den Mann auch nicht mehr braucht, um Mutterersatz zu spielen für sie, weil vielleicht die Mutter selber zu gestresst war, weil sie zu sehr in der Yang Energie war, sodass wir dann als Frauen sozusagen auch aus dieser Yang-Energie, nee, aus der Yin-Energie, aus der weiblichen Energie kippen, zu sehr Mann sind, zu männlich sind und das Silber balanciert das Ganze aus. Diese Bilder, die sollen, das sind jetzt Kunstdrucke, wenn man so will, aber ich male dieses Silber dazu
Auch wenn das jetzt aussieht wie Bleistift, ist die Energie ist aber vorhanden. Das ist eine hochweibliche Energie, diese Bilder. Und die können auch Männer gerne zum Beispiel auch haben für sich, wenn du als Mann jetzt, und du schaust gerade als Mann zu zum Beispiel, ja, und du bist zu maskulin, vielleicht in die Aggressivität neigst, ja. Es gibt ja auch zu maskuline Männer, machen wir uns nichts vor, ne? Also das ganze Ungleichgewicht von Männern und Frauen hat auch einige Männer zu maskulin werden lassen. Solche Sachen wie Gewalt entstehen dann eben, ne? Wenn man zu viel Feuer hat, zu viel Energie, zu viel Yang-Energie, dann seid ihr auch sehr eingeladen, wenn ihr gerade dabei seid, ja, Energien auszugleichen in euch selber, mit euch selbst, dann können euch diese Bilder auch helfen. Da werde ich einen Etsy-Shop wahrscheinlich machen, Etsy oder irgendwie so. Muss ich mal gucken, aber dann, das werde ich dann auch nochmal separat euch vorstellen. Ihr könnt mit dieser Energie meditieren, ja, euch eine Meditations- oder Yoga-Ecke einrichten. Ich habe eine ganz süße Yoga-Ecke für mich, die nutze ich fast jeden Tag, ja. Ich mache Yoga-Siddhis, da fängt man an, Hellsinne zu entwickeln, tatsächlich. Kein Witz, ja. Manchmal bin ich auch total hellfühlig, aber das kommt immer nur so ab und zu, so wie so ein Schub. Deswegen, also. Ich arbeite mit den Karten, da bin ich sicher drin, wie gesagt. Und mit den Komplettanalysen auch. Und da haben wir nochmal wissenschaftlichen Hintergrund. Diese Arbeit funktioniert sehr zuverlässig. Das, was jetzt gerade noch entsteht, diese Hellsinne, die sind wirklich sehr schön und auch sehr unterhaltsam. Auch, ja, tatsächlich. Und aber jetzt noch nichts, wo ich sage, ja. Na, wer weiß, vielleicht fange ich auch mal an zu channeln und dann könnt ihr sagen, ob das resoniert. Das können wir dann auch nochmal machen. Aber auf jeden Fall, jetzt im Moment bin ich jetzt hier am Malen. Ich entwickle auch gerade Musik. Auch immer mal was Musikalisches ist auf meinem Kanal. Mein Kanal ist in drei verschiedenen Sprachen: Deutsch, Englisch und auf Polnisch. Und natürlich, aber so der Löwenanteil ist eigentlich auf Deutsch. Das ist irgendwie auch die Sprache, die ich am besten beherrsche. Ja. Ja, meine Lieben, also dieses Bild, das kriegt auch noch einen schönen Silberrahmen und so. Da gucke ich mal, wie ich euch das anbiete. Wenn es soweit ist, dann bekommt ihr das angeboten. Und ich begrüße euch ganz herzlich erstmal. Ich male jetzt auch noch ein bisschen welche für mich, für meine Tarot-Ecke, wo ihr auch immer die Videos seht mit den Orakeln. Das ist so meine Tarot-Ecke sozusagen und auch mein Bereich, wo ich auch berate. Und dort werde ich die dann auch erstmal so hinhängen, dass ihr die auch schon in den Videos seht und so. Und dann könnt ihr die auch immer mehr dann für euch haben. Und für die Frauen, die zum Beispiel jetzt Ewigkeiten in dieser Spirale sind, mit den Männern immer am Kämpfen, ja, Probleme hier, Dings da, materielle Probleme oder irgendwie auch viel am Arbeiten sind, irgendwie mehr als es dir gut tut und du irgendwie in diesem Kreislauf bist und dann schlecht rauskommst oder irgendwie dir vielleicht Informationen fehlen, langsam depressiv wirst deswegen, ja, ein Orakel nach dem nächsten guckst, weil irgendwie du dann auch niemanden wirklich gescheit anziehst, weil du natürlich selber mehr in dieser männlichen Energie bist. Für diese Frauen, für euch, habe ich auch noch einen anderen YouTube-Kanal. Dieser ist kostenpflichtig, aber der ist sehr transformativ. Also das wird auch Schritt für Schritt begleitet. Die Veränderungen, die dann sein können in deinem Leben, die hochweg positiv sind für dich und für andere. Und da habe ich aber was anderes, eben diesen Transformationskanal. Und da kannst du dich gerne bei mir per E-Mail auch melden. Ihr könnt euch wegen allem per E-Mail melden, ja. Auch wenn euch so ein Bild gefällt schon und ihr sagt, ich hätte es gerne, das hat auf mich jetzt echt ein gutes Feeling und so und resoniert gerade mit mir so. Und kann ich mir vorstellen, dass mir das alles hilft. Dann könnt ihr euch also jederzeit per E-Mail bei mir melden, ja. Und dann kann ich euch Infos geben zu dem neuen Kanal. Ich kann euch Infos geben, wie man eine Beratung bestellen kann oder auch wie man zu solchen Bildern dann kommt. Ja, meine Lieben, das wäre von mir. Vielen herzlichen Dank. Das war die Michelle D. Herzlich willkommen halt nochmal auf meinem Kanal und so. Stöbert euch ruhig mal durch. Und das ist jetzt so ein Entwurf. Ihr müsst euch das halt schon wirklich vorstellen mit dem Rahmen und so. Das wird dann halt noch. Die sind jetzt erstmal so für mich, für meine eigene Praxis, damit ich was zum Aufhängen habe und auch mal so zum Zeigen. Und aber so ungefähr werden die. Da wird das Silber noch dazu gemalt. Muss gucken, vielleicht mache ich auch noch etwas mit echtem Silber auch, ja. Also das ist ja schon echtes Silber, habt ihr ja gesehen, 99,99 ist das eine Silbermine.
Aber dass ich da noch mehr sichtbares Silber dazu mache, da muss ich mal gucken, wie ich das mache noch. Aber das werden Schmuckstücke, diese Bilder. Und die sollen beruhigen, die sollen den eigenen Wert anregen, ja. Diese Liebe für sich selber im Inneren fördern, auch so eine weibliche, sanfte Macht in dir wieder erwecken und dich wirklich wieder in die Mitte führen, in die Harmonie, gell? Also, bis dann, ciao, die Michelle. Und ach ja, teilt das Video natürlich und liked es und so weiter. Wir YouTuber mögen das immer. Bye bye.